Meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, es ist unglaublich. Wieder einmal ist es soweit, das Schweizerhauser Opening 2019. Heute ist der 15. März 2019 und wie jedes Jahr um diese Zeit öffnet das Schweizerhaus seine Pforten. Wir von ARTV sind heute live dabei und sehen, was hier so los ist. Alexander Rebisch für ARTV. Hier mit Martin Sobotka, der Soberl von Wiener Wahnsinn. Martin, wie gefällt es dir da im Schweizerhaus? Mörderisch, ohne Bier taget gar nichts, weißt du, oder? Das ist richtig, ja. Der Soberl kennt sich aus. Nein, Wahnsinn, ja. Ich ruche das. Bist du immer bei der Schweizerhauseröffnung da? Ja, immer. Muss ja. Jetzt bei euch aus mit der Tour, geht's schon los? Die rennt und super, wir spielen überall. So wie du und wir sind unterwegs, ein Wahnsinn. Was treibt sie da her? Schweizerhaus eröffnet. Bier, Stölzen, gutes Essen, nette Leute. Was willst du mehr? So ist es, so ist es. Jedes Jahr da? Fast jedes Jahr, ja. Also wenn es sich ausgeht, schaue ich gern vorbei. Es geht ja wegen der guten Nachbarschaft. Planetarium, Schweizerhaus. Viele gehen vom Planetarium direkt ins Schweizerhaus. Also ich schätze nicht, wenn man ein bisschen was gibt's Neues, wenn wir, wie man sagt, gute Nachbarn sind. Kommst du mit zur Schweizerhauseröffnung? Jedes Jahr schaffe ich das, obwohl ich jetzt in Palma lebe. Aber ich liebe das Schweizerhaus. Die Temperaturen spielen nicht so mit, aber wenn man ein paar Schnäpsle trinkt mit dem Budweiser Bier vom Fass, ist das ein Hammer. Dann funktioniert es, gell? Ja, ja. Hast du was kurz gegessen? Ein Stützen natürlich. Oder ein Eisbein oder wie auch immer man in Deutschland sagt. Und ein Budweiser Bier vom Fass habe ich, glaube ich, schon drei oder so. Okay. Das muss ich auch noch sagen, ja. Die Eigentümerin, die hat mich sehr unterstützt. Ich habe ja viele Jahre hier das Harley-Davidson-Treffen gemacht. Und wenn ich sie nicht gehabt hätte, die hat sie da eingesetzt bei der Prater-Gesellschaft, dass wir da dabei sein durften. Und war ein Riesenerfolg. Das heißt, die Familie Kollerich steht hinter dir quasi. Ja, also ich glaube, die stehen da. Ja. Schweizerhauseröffnung. Bist du immer da, wenn Schweizerhaus aufsperrt? Jedes Mal, wenn es aufsperrt und wenn es zusperrt. Sehr brav. Sag eine ganz wichtige Frage. Kannst du so ein Tablett mit den Kriegeln tragen? Ja, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen umgeschickt. Ist nicht sicher anfahren, nicht dort fahren. Lieber Franz, du hast seit 9.30 Uhr hier vor dem Schweizerhaus gewartet, bis es aufsperrt. Nein, 9.25 Uhr. 9.25 Uhr. Warum hast du so lange gewartet, bis das Schweizerhaus aufsperrt? Weil ich Durst hab.